Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid beim neuen Video. Ihr seht's hier schon liegen. Ich habe Post von Steen for Steen bekommen. Ich mag die total gerne. Es ist mittlerweile, ich glaube, das vierte Bild, welches ich von Steen for Steen hier habe. Aktuell bin ich ja auch am Soldatenbild dran. Das ist bald fertig. Und hier ist schon wieder Nachschub gekommen. Aber dieses Mal durfte noch was anderes Kleines mit. Wie immer packen sie so ein kleines Goodie mit ein. Ich finde es total schön, so was Persönliches nochmal zu bekommen. Das ist eine Visitenkarte vom Shop. Und dann schreiben sie hier immer ein kleines bisschen noch was mit drauf. In dem Fall, hallo Wadi, viel Spaß mit deinem neuen Diamond Painting, Rodney und Monique. Finde ich total süß, finde ich schön, wenn man sich so eine Mühe macht. Dann ist immer ein kleiner Squishy noch mit dabei und in dem Fall eine Tafel Schokolade. Ich darf sie momentan nicht essen, die wird wahrscheinlich mein Mann bekommen. Mein Bauch mag Schokolade aktuell noch nicht so. Ich bin immer noch am Ausprobieren, was ich essen kann und was nicht. Und dann durfte natürlich ein kleines Stitch-Schiffchen mit. Ja, viele von euch wissen, ich liebe Stitch. Und als ich das gesehen habe, ja, gab es eigentlich kein Überlegen mehr und er musste mit. Er ist auch so, so goldig. Ich finde die Größe perfekt. Ich mag so kleine Schiffchen, was ich auch toll finde. Ja, vielleicht sieht man es hier so. Genau, die Augen und der Mund, die sind so ein bisschen höher. Und auch hier die Füßchen. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Und diese Öhrchen glitzern ja echt toll. Ne, sieht wirklich, wirklich toll aus. Dann haben wir hier noch einen Stöpsel in Form von einem Diamanten. Einfach, dass wir hier dann quasi die Steine in Ruhe schütteln können, haben einen tollen hohen Rand und ich glaube auch, dass sich damit sehr gut painten lässt. Oft ist es so, dass bei so personalisierten Schiffen, die sind mir meistens zu groß. Genau, ich habe viel bei mir, wenn ich painte, stehen, da steht ein Kaffee, da steht meistens ein Energy, da steht dann sogar vielleicht noch einen Tee. Also ich habe wirklich komplette Bandbreite an Getränken bei mir stehen und dementsprechend auch Essen und eine Duftkerze und ähnliches. Deshalb habe ich da relativ wenig Platz und dann muss das Schiffchen einfach ein bisschen kleiner sein. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen, das Bild. Es hat mich total geflasht, als ich das gesehen habe im Shop. Und ich zeige euch auch gleich, wieso. Ich finde den Karton wie immer total genial. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass wir dieses Mal kein Vorschaubild drauf haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein stabiler Karton. Und unser Painting ist geschützt, weil die Umverpackung sah katastrophal aus dieses Mal. Aber bis auf hier diese kleine Delle hat es nichts abbekommen. Ich habe das Video schon mal gedreht, deshalb ist es auch offen. Genau, und ich weiß auch, dass dem Bild nichts passiert ist, aber mein Handy hat die Datei irgendwie verschluckt und dementsprechend machen wir das Ganze einfach nochmal. So, also jetzt schauen wir uns das Bild an. So, die Tüte darf auf die Seite. Wir haben gegossenen Kleber. Haben dieses Mal ein ganz besonderes Toolkit, wie ich finde. Das ist so eigentlich so die größte Größe, die ich an Schiffchen verwende. Dieses Mal in so einem Fliederton, haben ein richtig großes Plättchen Wachs, haben einen rosa Stift mit einem Einzelsetzer und einem Dreiersetzer und haben einen Siebenersetzer noch dabei.
Der Siebener-Setzer wird bei mir auf die Seite kommen. Ich und Mehrfachsetzer, wir werden einfach nicht warm. Und hier haben wir die Steine. Wir haben in dem Fall zwei AB-Farben, einmal ein Gelb und ein Weiß. Da hat sich ein kleines Grünes noch mit versteckt. Wir haben Harzsteine und haben sehr, sehr viele dunkle Töne, aber auch Brauntöne und so ein schönes Lila noch mit drin. Haben hier ein ganz helles Gelb und wie gesagt Gelb und Weiß in AB. Davon aber sehr, sehr wenig. Und jetzt schauen wir uns mal die Leinwand an. Also ich bin sehr begeistert gewesen. Wie gesagt, ich habe das Video schon gedreht. Ich habe die Leinwand schon mal gesehen. Und der Druck ist wirklich toll. Es kommt super raus. Das Rendering ist klasse. Gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was so ein bisschen meine Stimmung trübt, das ist mir geschuldet. Das wusste ich eigentlich von vornherein. Ich werde viel Colorblocking haben hier in dem Fall. So, die Folie ist nicht ganz so dünn, das freut mich. Und hier haben wir den Druck. Also es ist wirklich nichts auszusetzen. Man sieht alles sehr, sehr gut. Wir haben ein ganz dünn verzeichnetes, ganz helles Raster. Der Kleberand geht ein bisschen übers Bild raus. Vielleicht sieht man es hier. Das heißt, wir können auch hier schön mit einem Washi-Tape arbeiten, welches schön dazu passt. Also ich denke, da wird sich in meinem Sammelsurium was finden. Wir haben eckige Steine, haben 35 Farben und wirklich eine wunderschöne Leinwand. Dann haben wir hier oben das Logo mit drauf. Haben hier die Maße stehen, 46 x 66 cm. Haben hier die Bildnummer, das heißt, wir können die Steine wieder separat vom Bild lagern. Moment, ich ziehe mir die. Hier haben wir das Vorschaubild und die Legende hier rechts oben. In dem Fall haben wir eine Legende auf dem Bild, aber ich finde, es reicht vollkommen aus. Viele haben ja dann zwei, dass sie einmal die Legende rechts oder links oben haben und auf der anderen Seite dann quasi entgegengesetzt. Aber ganz ehrlich, ich habe meine Döschen im Koffer meistens, wo die Symbole draufgezeichnet sind und dann brauche ich die Legende eigentlich nicht. Was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn die Legende nochmal in A4-Form dabei ist. Hier haben wir nochmal alles stehen, das heißt, ich kann hier schön wegsortieren, einsortieren, einkitten und es geht einfach super schnell. Also einmal das Symbol, dann die DMC-Nummer dazu, würde beides passen, auch von der Größe, wie es hier abgedruckt ist, einmal ausschneiden und draufkleben, genau. Und hier haben wir das Vorschaubild. Es ist wunderschön. Es hat mich so fasziniert und musste dann dementsprechend mit. Und Moment, ich habe mir sogar notiert, wie es heißt. Seelenreise. Wir haben hier die Frau, wo dieser Nebel aufsteigt, hier aus dem Mund. Welche dann sehr hell ist. Ich denke hier, dass hier die weißen AB-Steine dann verbaut sind. Das können wir uns aber gerne mal auf der Leinwand anschauen. Und hier ist wie so ein Schatten von einem Gesicht, aber auch nicht wirklich erkennbar. Ich finde es so schön und es hat mir so gut gefallen und ich freue mich unheimlich drauf. Also wirklich. So, jetzt können wir mal gucken, also dieser Nebel, der aufsteigt. Wir haben als AB-Farbe die 5200 und die 444, das ist dieses Gelb. Die 444 ist dann das Dreieck, das ist hier dann im hellen Bereich der Haare. Genauso wie hier oben an der Stirn die Haare.
Und haben hier die 5200, also dieses Weiß. Genau, das haben wir dann auch hier quasi in diesem aufsteigenden Nebel mit drin. Ich finde es genial und freue mich drauf. Hier seht ihr jetzt alles nochmal auf einen Blick. Die Leinwand mit den Steinen. Genial mit der A4-Legende. Dem Toolkit mit diesem fliederfarbenen Schiff finde ich super. Finde ich toll. Habe ich bisher so jetzt in der Farbe noch nicht. Das Special Stitch-Schiffchen. Also es wird auch, wenn es gerade vielleicht mal nicht im Einsatz ist, einen Ehrenplatz bekommen auf dem Schreibtisch, wo man es dann auch beobachten kann. Also man muss es ja immer sehen. Man muss sich ja mit schönen Sachen auch umgeben. Und hier das kleine Extra noch mit dazu. Also ich finde es wirklich super. Ich verlinke euch das Bild und den Shop in der Infobox. Einfach, dass ihr einen schnelleren Zugriff drauf habt. Die haben ganz, ganz tolle Bilder. Wie vorhin schon erwähnt, ich bin auch aktuell an dem Soldatenbild dran. Das ist auch von Steen Forstin und bin einfach mega begeistert. Da könnt ihr den aktuellen Fortschritt im letzten Video sehen. Im Monatsrückblick für den Moment Dezember war das, glaube ich. Genau. Ja, wir haben Januar, also war das der Dezember. Ja, ich finde es toll, ich freue mich drauf und bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ach so, eine Sache noch. Ich habe hier, wenn ihr gerne bestellen möchtet, schaut gerne vorbei auf der Seite. Und ab einem Bestellwert von 25 Euro könnt ihr mit dem Rabattcode WALLI15 15% auf eure Bestellung sparen. Also warum den vollen Preis bezahlen, wenn es auch so geht? Und genau, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Wünsche euch einen tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten. Und macht euch die Welt ein bisschen bunter.